Jo Leute, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, aber ich bin auch ganz schön fertig, deswegen liege ich hier so. Ich glaube, ich habe irgendwie 18 oder 20 Videos gemacht über das Impreza-Update und so für unseren WordPress-Komplettkurs. Zum Teil sind da ganz schön lange Dinger dabei, muss ich zugeben. Also das eine, da bin ich halb ausgerastet. Da ging es um diese WordPress-Maps-API. Ich habe mich da schon so oft mit rumgeschlagen, dass ich einfach mal zeigen wollte, was es so für Probleme gibt. Und zwar ist das Update für den WordPress-Komplettkurs. Ich überlege auch gerade, ob ich da irgendwie eine Aktion die nächsten Wochen mal für mache. Habe ich jetzt leider keine Zeit für. Ich bin nämlich nächste Woche in Frankfurt. Aber für alle, die hier zuschauen, die zum Beispiel unsere Premium-Mitgliedschaft haben oder wenn du vor langer Zeit mal den SEO- und WordPress-Kurs gekauft hast, den habe ich ja gesplittet in den SEO- und WordPress-Komplettkurs. Oder wenn du den WordPress-Komplettkurs irgendwann mal von mir gekauft hast, du hast den Zugriff auf diesen Kurs, auf den WordPress-Komplettkurs. Und da sind jetzt, mache ich eine Reihe rein. Ich lade die Videos gleich hoch, wenn ich es noch schaffe, weil ich bin echt hier am, ich gehe hier ein, weil hier ist voll warm irgendwie und ich muss erst noch meine Klimaanlage da irgendwie installieren. Ich habe da zwar so einen Ventilator, aber wenn ich Videos aufnehme, ist es halt immer so ein Ding, weil dann hast du halt beim Ventilator so ein lautes Geräusch, habe ich auch keinen Bock, dass dadurch meine Video-Soundqualität bei drauf geht. Wie dem auch sei. Zweite Ankündigung: Ich rasiere mich bald endlich wieder. Ich habe gestern ein negatives Kommentar bekommen, weil ich mich nicht oft genug rasiere. Ich rasiere mich manchmal extra nicht, damit ich sehe, wie viel graue Haare ich schon bekomme, aber ich gebe euch allen recht, dass ich auf jeden Fall, dass mir der Bart nicht steht. Also. Bisschen kürzer kann es schon sein. Nee, Spaß, das ist natürlich nicht das zweite Update, aber da musste ich gerade dran denken, weil wenn euch das wichtig ist, wenn ich da schon Kommentare bekomme, ist das natürlich mir auch wichtig. Was mir wichtig ist oder was euch wichtig ist, ist mir auch wichtig. Aber das war mir voll wichtig, dass ich das nochmal ankündige, dass das alle Premium-Mitglieder natürlich sofort mitbekommen, dass da krass viele Impreza-Updates mit drin sind. In dem WordPress-Komplettkurs, den wir haben, dass ich da, ich gehe da komplett, nochmal kurz zum Inhalt, ich gehe komplett alle Einstellungen durch. Ich habe noch nicht die Shop-Einstellungen durch, aber so die Farbeinstellungen, die Schrifteinstellungen, die Button-Einstellungen, die Einstellungen so, ey, man kann jetzt, das ist das Krasseste, man kann jetzt so Content-Blöcke erstellen und diese Content-Blöcke, die kannst du sozusagen dann hinpacken, wo du willst. Und du kannst sozusagen Inhalte in diesen Content-Blöcken rendern und deine Inhalte dadurch dynamisch mega krass darstellen. Das war in WordPress meines Erachtens nach mit einem Theme, mit einem Design so noch nicht möglich. Da kann auch nicht Avada mithalten, da kann meines Erachtens auch nicht irgendwie, da kann nichts mithalten. Also, boah, was gibt's noch? Hestia und so, diese ganzen Dinger, die können bei Impreza, was diese Features jetzt angeht, meiner Meinung nach nicht mithalten. Wenn du da eine andere Meinung hast, sag Bescheid. Ich gehe gerne mal andere Designs durch. Wir sind bis heute mit unserer Agentur auf Impreza hängen geblieben, auch wenn wir nicht so viele Websites mehr bauen. Wir bauen mehr Shops, sage ich mal, mit WooCommerce, manchmal mit Flatsam auch, weil Flatsam sich auch mega gut eignet. Aber 99% aller Websites würde ich mit Impreza bauen, wenn ich eine Website bauen würde. Und da ist mega viel Stuff im WordPress-Komplettkurs. Das wollte ich dir nur mitteilen. Natürlich ist auch hier ein bisschen Werbung an der Stelle, muss ich ja sagen. Es ist Werbung, wie immer, es ist alles Werbung, was man hier macht, ne? Aber ich wollte es einfach mal erzählen, weil ich gerade 8 Stunden hier an so einem Samstag Videos gemacht habe. Und da kamen so 2, 3 Stunden Videomaterial raus. Da wollte ich das unbedingt mal hier auf YouTube mitteilen. Ja, damit das auch genug Leute von euch mitbekommen und sagen, hey, ich gehe mal wieder in die Kurse rein, ich habe die gekauft. Ich habe da Bock drauf, die neuen Updates zu gucken, weil wenn ich so ein Newsletter rumschreibe, dann werden die ja auch immer mal wieder weggeklickt. Ich weiß, wie es ist. Gerade bei dem Wetter draußen, da braucht man mal so ein bisschen Motivation. Also, schnapp dir die Motivation, wenn du an deiner Website was rumbauen willst, wenn die mit Impreza gebaut ist. Da gibt es sicherlich einige hier, weil ich ja viele Videos gemacht habe die letzten Jahre. Dann solltest du jetzt auf jeden Fall in den WordPress-Komplettkurs reingehen. Und ja. Ich habe jetzt gerade keine Aktion, hol ihn dir von mir aus auch so, du unterstützt mich, wenn du ihn teuer kaufst, na klar, ansonsten kannst du auch gerne auf eine Aktion warten, werde ich aber wahrscheinlich nicht die nächsten Wochen hinkriegen, wir wollen uns mehr auf Premium-Content konzentrieren, das heißt, wir konzentrieren uns darauf, dass wir unsere Premium-Mitgliedschaft verkaufen, also let's go.
Natürlich überlege ich mir jetzt auch gerade, dass ich noch ein paar kostenlose Videos hier auf YouTube draufpacke. Nicht, dass du jetzt sagst, ey Malte, bringst du gar keinen kostenlosen Content mehr. Klar, mache ich auch die nächsten Tage. Ich werde wahrscheinlich auch welche von den Videos nehmen und dann hier kostenlos publishen, damit ich mal hier ein bisschen Content bringe. Ne? Klar, mache ich das. Ne? Ciao.